So, wir haben Freitag. Es geht ab zum Mol-Vorschießen. Ich wurde gerade mal eine Stunde gefahren. Da hatte Madame schon wieder Hunger. So, nach kleiner Rast geht's jetzt weiter. Wir sind jetzt gleich höher Hannover hier. Fahren wir heute noch bis Göttingen und von da aus dann morgen weiter bis nach, wie heißt das, Kaff Mühlhausen, glaube ich. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Aufstehen. Mol vorschießen. Was, jetzt schon? Na dann aber mal schnell los. So, wir sind jetzt bald da. Ich glaube, 20 Kilometer noch knapp bis Mühlhausen. Da wird heute echt einiges los sein. FKF, Feuerwerkskulturfabrik, will ihre ganzen neuen Sachen präsentieren. Die haben noch keine Namen, die werden heute erstmals verkündet. Da gibt es ein Vorschießen von ABA, von Blackbox, sowohl F2 als auch F4 Sachen. Funke zündet irgendwie die ganze aktuelle Palette einmal durch. Es gibt ein Tagesfeuerwerk, eine große Abschlussshow. Und richtiges Highlight ist auf jeden Fall auch noch irgendwie der Abbrennplatz. Zweimal irgendwie eine halbe Stunde Zeit geben, wo man selbst so ein bisschen P1 Schallerzeuger und F1 und so testen kann. Ich glaube, da werden einige Leute richtig geile Sachen mitbringen und so. Bin sehr gespannt. Gleich sind wir da. Vor Ort habe ich dann erstmal ein paar Freunde getroffen von X-Pyro. Die haben gerade bei der Konkurrenz ein bisschen rumschlawinert. Was empfiehlst du? Ich empfehle die Caminius. Ja? Sehr schöne Fächerbatterie. Sehr gut. Eine schöne Strohbatterie. Für 5,95 €. 5,95 € im Angebot. Des Weiteren war auch der BVPKH am Start, hatte eine Menge Infomaterial dabei, hat einige neue Mitglieder geworben. Wenn ihr über den BVPKH noch nichts wisst, schaut da gerne mal vorbei. Danach ging es weiter zu einem Stand von Notfallsanitätern, die teilweise auch Pyrotechniker sind und spezielle Kurse für Unfälle im Großfeuerwerksbereich anbieten. Eine Schrapnellverletzung, ne? Das heißt, hier ist irgendwie das Rohr um die Ohren geflogen und jetzt steckt da ein Schrapnell drin und du hast jetzt hier eine, guck mal hier, kannst schon mal anziehen, und du hast jetzt hier eine Verletzung, eine arterielle Verletzung, ne? Und dann pisst er jetzt raus. Im Endeffekt, so bummelig, 70 Milliliter pro Herzschlag kannst du verlieren. Mhm. Jetzt sitzt du da vorne, du hast ein offenes Bein, dein Puls geht ein bisschen höher, bei 120 Schlägen die Minute, kannst dir vorstellen, wie schnell deine, naja, 3,5 Liter, die du verlieren könntest, bis du ohnmächtig wirst, wahrscheinlich ein bisschen weniger, alle sind. Du versuchst hier Druck direkt auf die Arterie auszuüben. Finger rein, ja, probier's gerne. Drück den Finger da rein und mach die Arterie zu. Oh. Kriegst du das hin? Geht so. Ja, Hassi, hast sie gefunden? Ich hab sie. Ein Weg, hervorragend. Jetzt warten, bis der RTW kommt. Und jetzt nimmst du immer so ein bisschen hier. Und jetzt drückst du das da unten drauf. Und wenn du den drauf gedrückt hast, dann nimmst du mit der zweiten Hand wieder was und drückst das hier rein, ohne den Druck von dem Dings zu lassen. So, das kann man jetzt natürlich auch parallel machen, dass sich der zweite um den Tourniquet kümmert. Und ideal hättest du natürlich, dass ne, das Blut auch sich dann schon ein bisschen gerinnt, ne? Das Blut ist dicker. Aber man sieht jetzt schon, wie effektiv hier ist. Richtig gut. Dass der Strahl ja schon deutlich kleiner wird. Das ist das, worum es geht. Wir müssen dafür sorgen, diesen Patienten Zeit zu verschaffen, bis der Rettungsdienst kommt. Und jetzt würde das Blut ja gerinnen und würde den Pfropfen innen drin dir helfen, das zuzumachen. Und nach 4-5 Minuten nimmt man dann nochmal einen Druckverband und legt das außen rum. Außerdem vertreten war Blackbox Feuerwerk mit einem kleinen Stand. War jetzt nicht viel Neues zu sehen. Dann waren einige Händler da für Artikel im Großfeuerwerksbereich wie Mörser und Zündanlagen. Und auch zwei normale Online-Händler waren vor Ort. Hier einer, der hatte diverse Klasek-Produkte ausgestellt. Die ganzen Dumbum-Fanartikel und so weiter. Außerdem einige schicke Funke-Sachen dabei. Hier sehen wir zum Beispiel das Klasek-Scream-UFO. Ja, da einige Funke-Verbünde und so weiter. War ganz interessant, was er da so hatte. Danach sind wir dann nochmal zum Stand von Dream Fireworks gegangen. Die übernehmen mittlerweile den Vertrieb für SR Pyro in Deutschland, hatten deshalb auch nur Sachen von SR Pyro da ausgestellt. Sehr interessante Artikel dabei, teilweise mit einem echt stabilen Preis-Leistungs-Verhältnis. In Deutschland leider bisher kaum zu bekommen, mehr so in Polen und Tschechien auf den Märkten. Aber die haben echt geile Sachen dabei. Pyro Extrem war vor kurzem auch auf einem Testevent von denen in Polen.
Ich denke mal, da werden auch einige Videos kommen. Schaut mal bei dem vorbei. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessanter Artikel. Viel F3 auch dabei, aber auch in F2 richtig schicke Batterien. Ich bin sehr gespannt, ob die es noch in weitere Shops in Deutschland schaffen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten bestellt, aber im Sonderverkauf. Bauchbomben zum F1, alles einfach mal zum Testen mitgenommen. Hier eine kleine Orange. Danach kam das, wo sich ziemlich viele, glaube ich, drauf gefreut haben. Das Testzünden von P1, F1 und T1 Artikeln. Leider war der Platz sehr begrenzt für so viele Leute und die Tonne war auch nicht wirklich optimal. So dass das Ganze dann auch nur 5 Minuten ging. Danach hat die Tonne gebrannt und der Wind die brennenden Böllerreste über dem Abbrenner verteilt. Deshalb wurde das Ganze dann abgebrochen. Im Anschluss ging es dann endlich richtig los mit dem Tagesfeuerwerk. Ich habe heute mal ein paar Highlights zusammengeschnitten. Feuerwerk hat diverse Raketen aus dem Sortiment gezeigt. Ich habe euch mal ein paar der 9Z1 Raketen rausgeschnitten, die im nächsten Jahr als neues Set kommen sollen. Und außerdem noch ein paar 909 aus dem F3 Bereich. Dann der Effekt Nummer 3. Das ist also ein Silbereffekt mit blauen Sternen. Vierter Effekt kommt jetzt. Das sind rote Sterne mit grünen Blinkern. Und der letzte Effekt dieses neuen Sortiments ist dann ein Goldeffekt, auch mit grünen Blinkern. Vorher bei den kleinen K2-Raketen auch hatten, also weiße Blinker mit orangen und blauen Sternen. Und jetzt kommt noch eine spezielle Kombination. Ich hoffe, dass die auch abhängt. Dann war ABA in der Reihe, da wurde es dann so richtig laut. Titan im Zerleger, One-Shot 38, Salut Gold. Genau, so, und eine kleine Neuheit haben wir da auch. Auch wieder One-Shot 38 mit Silberwirbelaufstieg. Genau, so, gehen wir ein bisschen hoch im Kaliber.
Blitzbomben im Kaliber 50 mm, auch wieder noch für den ja, einigermaßen Nahbereich, sage ich mal, oder für den Abbrenner mit weniger Platz gedacht. Die Blitzbombe 120 BL. Die kommen auch nochmal dreifach. Genau, wie gesagt, Kaliber 50 mm, also da kann man dann auch schon ein bisschen was Lauteres machen, wer da Lust drauf hat. Das gleiche haben wir auch mit Silberschweif. Und dann gibt es auch nochmal zu dritt. Man beachte auch hier das Timing bei den... Das Ganze haben wir auch noch, wer es noch ein bisschen mehr übertreiben will, in der Spezialversion Blitzbombe 400 BL. Kaliber 75 mm. Ja. Das Ganze gibt es auch mit Titan. Genau, so und als Abschluss, wir haben das auch noch ein bisschen größer für die ganzen vollkommen Verrückten. Die God of Louis Blitzbombe 2500 BL, los geht's. Blackbox hat mich leider ein wenig enttäuscht, da habe ich euch jetzt nicht ganz so viel mit reingeschnitten. Im Anschluss an diesen Verbund hier, die Alpha-Tier, folgen nochmal jeweils 10 Stück von der Böse und Gemein und der Schlossgeist. Genau, die kommen jetzt 10 Stück. Damit kriegt man euch, ne? Wer Plastik liebt, ist bei dem Artikel genau richtig. Oder bei meiner Frau, je nachdem. Als nächstes war dann Bavaria Fireworks am Start. Die haben eine kleine Musikshow aus ihrer gesamten Produktpalette geschossen. Sehr schön anzusehen. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt für euch reingeschnitten. Als nächstes hat Funke dann die ganze aktuelle Palette einmal durchgezündet. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt gerade die Air Dance. Diese wurde im Rahmen eines kleinen Musikfeuerwerks gezündet, was von Vivi von Funke China gestaltet wurde. Genau, da folgen im Anschluss auch noch die Rapid Thunder und dreifach die Paranoid. Das sah richtig fett aus, live kann ich euch sagen. Wirklich geil, was da mittlerweile in F2 und teilweise F3 möglich ist. Ja, im Anschluss habe ich euch dann noch einmal ein paar kleine Ausschnitte aus dem Funke-Vorschießen
mit reingeschnitten, aber ich denke, die meisten Batterien kennt ihr ja auch oder könnt ihr euch sonst woanders einzeln angucken. Danach folgt dann noch ein kleiner Ausschnitt vom Abschlussfeuerwerk und dann soll es das auch gewesen sein mit diesem Vlog. Danke, dass ihr ihn euch angeguckt habt. Ich würde mich über ein Like freuen, gerne auch einen Kommentar und sonst sehen wir uns dann im nächsten Video. Der 34 Argento Thalia in der Batch 2023. Funke Skala 100A. Ebenfalls in der Batch 2022. Funke Bombenrakete aus dem Jahre 2022 in F3. Das sind erstmal die Bomben.